Servus Mobilfreund, heute gehen wir ans Radlager wechseln. Dazu lösen wir jetzt in diesem Fall einfach die Achse, ziehen hier das Teil raus. Auf der anderen Seite die Mutter brauchen wir nicht unbedingt lösen, da wo euer Kettenrad dann dran ist, da ist ja euer Ruckdämpfer noch. Das heißt, ihr könnt das einfach hier mit der Felge abziehen und braucht auf der Seite, auf der anderen Seite nichts lösen. Dann das Zwischenstück in diesem Fall heraus. Und die Bremse hier unten dann lösen und dann ist auch hier die Bremsplatte alles locker. Jetzt müssen wir das Ganze, also in meinem Fall hier mit der Gamma-Verkleidung, etwas anheben und dann können wir das hier herausziehen. So, und dann gehen wir jetzt ans Wechsel vom Radlager. So, wir gehen jetzt an die Demontage. Ihr nehmt jetzt zuerst mal eure Bremsanlage hier raus mit den Bremsbacken. So, dann haben wir hier ein Lager und da wo der Ruckdämpfer sitzt, da ist auch ein Lager, aber ich komme mal an die Kamera. Ihr seht hier schon einen Sicherungsring. So, diesen Ring müssen wir entfernen. Ach ja, genau. Legt vorher euch irgendwas runter, nehmt von mir aus Holzlatten oder irgendwas. Ich nehme jetzt hier einen Altreifen, den habe ich jetzt immer noch hier, und legt das Ganze hier drauf. So, jetzt ist natürlich, ihr könnt es auch mit einer Zange entfernen, mit einer kleinen Spitzzange, das geht auch. Ich habe jetzt extra ein Sägering-Set und damit löse ich jetzt diesen Sicherungsring. So, hier in die zwei Löcher reinfahren und dann könnt ihr hier euch den Sicherungsring einfach herausholen und beiseite legen, beziehungsweise wenn ihr ein Set euch kauft, ist ein neuer Sicherungsring dabei. In diesem Set, mich hat es jetzt gewundert hier ist kein Gummi. Hier bei dieser Felge war kein Gummi dabei. Das heißt, ich vermute, dass es irgendwann mal lackiert wurde und die Lager eingebaut wurden ohne diese Gummis. Jetzt mal als Beispiel. Also, es müssen zwei Gummis dabei sein, auf jeden Fall. Ein Sicherungsring, zwei Distanzstücke und zwei Z-Lager. So, das solltet ihr euch kaufen. Gibt es auf eBay, MZA, AKF-Shop, was weiß ich alles. Gibt es die zu kaufen. Ich habe mir gleich ein Doppelset gekauft, weil irgendwann ist bei mir vorne auch fällig. Noch geht's. Hier hinten ist es auf jeden Fall schon verschlissen. So, jetzt haben wir das nächste Problem. Hier drin sind zwei Distanzstücke. Ihr müsst euch vorstellen, hier ist der Distanzbolzen und da euer Kugellager. Auf der anderen Seite ist nochmal ein Kugellager. Und jetzt müsst ihr... So, Moment. Das ist ein bisschen schwer hier jetzt. So, und jetzt müsst ihr durch das eine Kugellager mit einem Durchschlag oder mit einem Schraubendreher hier durch, müsst auf die andere Seite und müsst diesen Distanzbolzen so verschieben da drin, dass ihr auf den Innenring schlagen könnt von dem gegenüberliegenden Kugellager. Ja? So, ich habe mir jetzt vorhin gedacht, ach ja, du hast jetzt tolle Durchschläge, dann nimmst du den Durchschlag, aber der bleibt schon am oberen Lager hängen, die sind zu dick hinten. Das ist jetzt blöd, ich habe mir jetzt einfach hier so einen Stab genommen. Damit fahre ich jetzt durch. Jetzt muss ich gerade gucken. So, und wenn ihr durchfahrt, an den Distanzringen vorbei, da müsstet ihr am Innenring, das könnt ihr auf der anderen Seite dann sehen, müsstet ihr am Innenring vom Kugellager auf der anderen Seite drankommen. So, und das wird jetzt ein bisschen schwierig, weil jetzt müssen wir das Ganze herausklopfen. So, und ich merke schon hier mit dem runden Teil, das kann man vergessen, ich muss jetzt tatsächlich, ob ich will oder nicht, einen Schraubendreher nehmen, und zwar Schlitz. So, ich habe jetzt noch ein Innenlager-Auszieher. Aber das passt hier überhaupt nicht. Da kriege ich gerade mal einen Arm hier rein und das war's. Das heißt, das kann ich hier auch vergessen.
Jetzt muss ich wirklich mit einem Schlitzschraubendreher, am besten einen, der schon ja, verranzt ist, am besten nehmen. Dann müsst ihr jetzt hier reinfahren. Ihr müsst auch ein bisschen gucken. So, ich habe mir das jetzt hier ein bisschen zur Seite geschoben. Und jetzt fange ich an, hier drauf zu klopfen. Aber immer von jeder Seite dann. So, jetzt sind die Distanzringe hier drin locker. Jetzt kann ich hier schön reinfahren und auf den Innenring oder speziell auf das Kugellager auf der anderen Seite draufklopfen. Und ich glaube, es ist schon locker. Ihr könnt auch, wenn ihr wollt, mit dem Heißluftföhn das Ganze erhitzen, dann geht es noch mal leichter, weil eure Felge, eure Narbe, ne, die ist aus Metall. Aber ihr könnt es trotzdem mit Hitze mal versuchen. Und dann dürfte es auch etwas leichter gehen. In dem Fall ein Schlag jetzt schon, ist es durch. Hier ist schon der alte Distanzring. Und hier ist das Kugellager. Oh, das hat hier richtig Spiel, das merke ich jetzt schon hier. Dazu werde ich euch später jetzt auch noch was sagen. So. Wieso ist hier nur... Ah, genau. So. Jetzt gehen wir hier dran. Also auf einer Seite... Dann gegenüberliegend auch nochmal zwei Schläge und dann immer verteilt Schläge drauf geben. So, jetzt nehme ich aber hier mehr. Jetzt komme ich nämlich mit dem Teil hier rein. So, das andere Lager ist auch raus. Das ist so richtig schwergängig schon. Hier ist NTN Germany. Naja, gut. So, die Lager sind draußen. So, wenn ihr die Lager alles raus habt, ein bisschen sauber machen und so weiter und so fort. Jetzt könnt ihr euch einen Heißluftföhn nehmen. Und das alles schön heiß machen. Und wenn alles schön heiß ist, könnt ihr eure neuen Lager nehmen und die werden dann einfach hier durchfallen bis zum Anschlag. Hier innen drin ist natürlich ein Anschlag. Und dann, ja, wenn ihr die hier reingesetzt habt, und dann könnt ihr das noch mit dem Knauf vom Schraubendreher ein bisschen nachdrücken. Auf jeden Fall macht ihr das bitte ein bisschen heiß, damit es sich ausdehnt und die Lager danach einfach reinfallen. Weil mit Gewalt sollte man das hier nicht reinmachen. Oder ihr nehmt euch notfalls eine Nuss, die genau auf den Außenring passt und klopft das vorsichtig rein. Aber um den Lagersitz hier nicht zu beschädigen, sollten wir schon mit Hitze hier dran gehen. So, wenn ihr alles schön heiß gemacht habt, könnt ihr euer Lager nehmen und einfach hereinfallen lassen. So, ihr seht schon, zack. Ist hier reingefallen, geht nochmal mit dem Knauf vom Schraubendreher dran und dann könnt ihr den Sicherungsring reinmachen. Ach ja, genau, aufpassen, dass ihr nicht da, wo der Ruckdämpfer, da wo die Bremse drin sitzt, da habt ihr nicht die Nut für den Sicherungsring. Jetzt könnt ihr schon den neuen Sicherungsring einsetzen. Jetzt guckt ihr, dass er schön in der Nut sitzt und dann kann euer Lager nicht mehr rausfallen, weil jetzt drehen wir das Ganze rum, machen ein neues Distanzstück hier rein und jetzt nehmen wir gleich das noch andere Lager. Da ja alles heiß ist, können wir das auch hier einfach hereinsetzen. So, fertig. Und jetzt können wir alles abkühlen lassen und dann bauen wir alles wieder ein. So, wenn jetzt alles schön abgekühlt ist, könnt ihr jetzt noch die Gummiringe hier reinmachen. Also die sollte man auf jeden Fall hier reinmachen. Jetzt sehe ich aber gerade irgendwie, die sind nicht wirklich passgenau.
dann sollte man das Ganze, also ich werde jetzt hier, das wird jetzt einfach hier herausfallen. Ich nehme jetzt gleich ein bisschen Fett und lege das mit dem Fett hier rein, damit es nicht einfach rausfällt. Ich nehme jetzt einfach von Liquimoli, das muss 2 Langzeitfett, schmier das mir ein bisschen drauf. Und setze das hier ein, damit es wenigstens ein bisschen Halt hat, dass es beim Einbau nachher am Moped nicht wieder rausfällt. Also wirklich passgenau sind diese Gummis nicht, aber was soll's. Dann sind wir soweit. Wir nehmen wieder unsere Beläge mit der Platte, setzen das ein. Jetzt müssen wir aufpassen. Das Ganze sollte ungefähr ja, so dann sitzen. Der Hebel sollte hier sein, weil später müssen wir das Distanzstück hier auch wieder einsetzen. So, jetzt ist hier natürlich wieder mal die Verkleidung hinten am Weg. Im Weg ein bisschen anheben. Und dann kann man das einsetzen. So, und dann bauen wir alles zurück. Wir müssen auf der anderen Seite, also da, wo unser Kettenrad ist, müssen wir wieder in den Hochdämpfer rein. Und wenn das drin ist, baut ihr euch alles wieder zurück, setzt die Bremse wieder dahin, wo sie hingehört, das Teil hier wieder herein. Und ja, den Bolzen hier schön einfetten, auch wieder einsetzen und dann festziehen. Und dann wäre das auch wieder soweit erledigt. Wie man das Ganze aus- und einbaut, das habe ich schon in einem anderen Video gemacht. Ich glaube, ich mache euch dann auch noch eine Infokarte wieder rein. Und dann erkläre ich euch jetzt gleich noch was zu dieser Thematik. So, noch ein kleiner Tipp, wenn ihr alles zusammenbaut. Also dieses Distanzstück hier, das hält euch quasi eure Bremsplatte und sollte so eingebaut werden. Ansonsten zieht alles wieder fest, passt bei den Kettenspannern auf, dass ihr da nicht, also erstmal sowieso immer locker machen. Dann baut ihr alles aus, baut es nachher wieder ein, Achse festmachen und gucken, dass die Spur soweit stimmt, dass er nicht quasi so schief da drin sitzt. Guckt, dass die Spur stimmt und stellt euch, ihr könnt euch hier auch nicht drauf verlassen. Ihr könnt hier nicht 1,5 cm einstellen, auf der anderen Seite auch. Das kann passieren, dass eure Spur dann trotzdem nicht stimmt. Da kann man sich wirklich nicht hundertprozentig drauf verlassen. Versucht, so gut es geht, an der Schwinge da hinten zu gucken, dass es dann gleichmäßig oder vom Abstand her relativ gleich ist, dass ihr genau mittig seid mit der Felge. Und dann ganz am Schluss, wenn ihr die Achse festgezogen habt, würde ich wirklich ganz sachte so, Moment, ja, wenn man mit links das machen muss, so ganz sachte anziehen und wirklich nur, das ist noch nicht mal handfest, das ist ganz leicht angezogen, ganz leicht, weil das ist nämlich das, was viele falsch machen. Die ziehen das, knallen das hier an und dann reißt euch genau hier am Kettenspanner das Ganze ab. Das ist wirklich ganz schlecht hier drauf geschweißt oder wie auch immer die das gemacht haben. Und löst das immer, gerade vor allem beim Einstellen, das habe ich schon im anderen Video erklärt. Viele wollen sich die Kette einstellen, lösen die Achse, lösen sie aber nicht komplett. Die lösen das an und denken, es ist locker. Dabei ist die Achse noch relativ fest und ziehen dann hier dran, also mit der Nuss ziehen das fest und dann reißt das hier ab. Ja. Also Achse komplett lösen, bis wirklich, bis ihr seht, hier ist ein Abstand, dann könnt ihr auch erst eure Kette einstellen. Also so viel mal erstmal dazu noch. Okay, bevor ihr jetzt wegklickt,
wie merkt man denn überhaupt, dass mit den Lagern was nicht stimmt? Also wenn es unruhig wird beim Fahren hinten, das ist aber schon wirklich, das ist dann schon sehr extrem verschlissen, da habt ihr schon richtig Spiel, dann würde ich mal gucken, ja, oder die Spur ist verstellt oder sonst was, wenn ihr da irgendwas merkt, was komisch ist, immer gucken. Und wie merkt man denn sowas in der Regel? Genau, ihr dreht am Reifen und merkt, es gibt schon komische Geräusche, entweder das, muss aber auch nicht sein, es kann auch normal so weit drehen, aber wenn wir zum Beispiel beim Reifenwechsel, das habe ich ja, da habe ich auch ein Video gemacht, das verlinke ich auch noch hierher in der Infokarte, und wenn wir da einen Reifenwechsel machen und mal hier reinfahren und fühlen, oft ist es so, dass es dann sehr schwergängig ist, und wenn wir hier drehen, dann merken wir auch in dem Lager, ich komme mal an die Kamera, dann merken wir auch, wenn wir hier am Innenring drehen, also wenn ihr den Reifen wechselt, holt ihr ja eure Felge raus und dann dreht ihr hier am Innenring, und wenn ihr da schon so ein Knacken merkt, beziehungsweise das vom Gefühl her, wenn ihr da dran dreht, das fühlt sich an, als wäre da ein Sandkorn drin. Und dann könnt ihr euch da sicher sein, es ist verschlissen. Und jetzt habe ich das hier zum Beispiel in der Hand mit den Innenringen. Jetzt schüttle ich mal hin und her, da ist schon richtig Spiel drin. Also ich kann den Innenring hier drin hin und her bewegen. Und dann raus damit, tauschen. Die Problematik bei der ganzen Sache ist halt, die meiste Last ist hinten. Ja, ihr sitzt mit eurem Popo hier auf der Sitzbank, eure ganze Last, ihr sitzt dann auch hinten drauf, dann zerrt die Kette dann noch immer dran, ja, wenn ihr beschleunigt und so weiter und so fort. Und hinten ist auch euer Antrieb, und das verschleißt dann halt doch definitiv schneller wie die Radlager vorne. Ja. Bremsvorgänge und so weiter, das ist alles Faktoren, die da mit reinspielen. Und dann spüren wir hier auch das Spiel vom Innenlager, vom Innenring. Und das ist dann schon, hier ist es schon, ziemlich gut. Und beim Ausbau von der Felge, wenn ihr den Reifen zum Beispiel jetzt mal wechselt, da merkt ihr auch, wenn ihr mal hier einfach mit dem Finger mal da reindreht, da merkt ihr dann auch, entweder geht es ziemlich schwergängig oder ihr merkt beim Drehen, das fühlt sich an, als wäre da zwischen den Kugeln ein Sandkorn drin. Und jetzt mache ich mal noch so ein Lager auf und zeige euch das mal. So, das habe ich jetzt hier aufgemacht, den Deckel. Also ich bin ja früher mal Skateboard gefahren, und da war bei den Kugellagern, man hat ja immer einen Satz Kugellager dabei gehabt, weil man beim Treppenspringen dann sich doch das eine oder andere Kugellager gefetzt hat. Und da war früher bei meinen kleinen Kugellagern vom Skateboard so ein Innenring, den konnte man einfach herausziehen, Deckel ab. In dem Fall ist das hier quasi hereingepresst. Wenn ihr das rausmacht, ist es halt futsch. Und hier drin, da sind die Kugeln. Und die sind nochmal gefasst. Hier ist nochmal, ja, also hier ist eure Fettschicht. Ihr seht auch schon, die ist, na, die ist schon ziemlich ja, verschlissen und gealtert. Und jetzt seht ihr hier, da ist so noch so eine Art Spange hier drin. Und auf der anderen Seite, wenn wir den Deckel jetzt abnehmen würden, da ist auch nochmal so eine Spange. Und da zwischendrin sind die Kugeln gefasst. Die Kugeln sitzen in einer Nut. Die Nut ist einmal hier am Außenring und hier einmal am Innenring. Und da drin laufen dann die Kugeln. So. Und mit der Zeit, durch das Fahren, durch das Beschleunigen, durch das Bremsen und die Kräfte, die da drauf wirken, eure Masse, euer Gewicht, ja, das verschleißt dann halt vor allem hinten ziemlich schnell, und dann wird das Ganze schwergängig oder zu viel Spiel, weil die Kugeln, in erster Linie nutzen sich die Kugeln ab, dann die Führung hier vom Innenring und die Führung vom Außenring,
Und dann hat das Ganze irgendwann Spiel. Und dann ist ein Tausch auf jeden Fall nötig. So, ich mache jetzt mal noch einen Versuch. Das ist jetzt das Lager, wo noch ganz ist. Ich gehe jetzt mal hier vorne an die Kamera, an das Mikrofon. Und jetzt drehe ich mal ganz schnell hier an dem Lager. So, ich hoffe, man kann es nachher am Rechner hören. Also ihr hört schon, das sind so leichte Schleifgeräusche auf jeden Fall zu hören. Und das sollte auf jeden Fall nicht sein, weil dann habt ihr hier auf jeden Fall Spiel drin und dann ja, schlägt das immer so aufeinander. Also die Kugeln auf Innenring und Außenring und dann habt ihr da diese Geräusche, die dabei entstehen, und ihr spürt das auch hier im Lager. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, schreibt sie bitte in die Kommentare und ich werde diese schnellstmöglichst beantworten. Und dann sage ich weiterhin eine angenehme Fahrt und bis zum nächsten Mal.